Ich möchte euch heute mal ein kleines Spielzeug vorstellen, mit dem wir im Moment auch immer mal wieder spielen, beziehungsweise die Hunde sich eben damit ihr Futter selbst erarbeiten können und dabei ihr Köpfchen ein bisschen anstrengen müssen. Und zwar ist das der Memory Trainer von der Firma Trixi. Den habe ich geschenkt bekommen zu Weihnachten und war am Anfang sehr skeptisch, ob das nicht ein bisschen zu langweilig für meine Hunde ist, weil die ja nun schon sehr trickerfahren sind und ja, war einfach recht skeptisch, ob das nicht ziemlich schnell ziemlich langweilig ist und die den Spaß dran verlieren. Wir haben es jetzt aber schon einige Male benutzt und im Moment kann ich da gar nicht sagen, dass es denen zu langweilig wird. Und einige hatten mich eben gefragt, wie man das aufbauen kann, sodass der Hund es recht schnell versteht, aber vor allem einfach auch nicht in Frust gerät, weil das irgendwie nicht so klappt, wie es sich Herrchen und Frauchen denken und der Hund vielleicht sich auch was dabei denkt oder einfach auch nicht denkt, weil prinzipiell versuchen die wahrscheinlich erstmal irgendwie an die Schlickis zu kommen, weil sie ja diesen Mechanismus noch gar nicht verstanden haben. Bei dem Memory Trainer ist es so, dass man hier einen kleinen Ball drin hat, in dem das Futter gefüllt wird. Es gibt da auch so eine kleine Schaufel für, die benutze ich nicht. Man kann dann hier eine Schublade rausziehen, damit das Ganze einfach in einem begrenzten Raum rausfällt und nicht irgendwo hinkullert. Die ziehe ich immer zuerst raus und dann nehme ich mir einfach ein bisschen Futter und fülle das per Hand da rein, ohne diese Schaufel, weil ich finde, das geht recht schnell so und das Loch ist ja auch groß genug und falls was durchfällt, habe ich die Schublade vorher aufgezogen und dann kann ich das da wieder nehmen und oben rein tun. So, dann hat dieser kleine Ball auch ein kleines Schiebefenster, was wir so variabel verstellen können, dass möglichst nicht 20 Leckerchen auf einmal rausfallen, aber möglichst auch nicht keins. Ich versuche das immer recht klein einzustellen, dass möglichst wirklich nur eins rauskommt. Weil das aber manchmal, weil die Leckerlis, wir wissen ja nicht, wie die da drinnen kullern, nicht funktioniert und dann fällt doch mal keins raus. Deswegen habe ich immer ein paar Leckerlis noch parat, dass ich den Hund separat belohnen kann, wenn er alles richtig gemacht hat, aber nichts rausgefallen ist. So, stellen wir jetzt mal an. Machen das Ganze wieder zu. Achso, jetzt von mir so. Stellen das erstmal an die Seite. Dann ist das hier der Button, der vom Hund gedrückt werden muss, damit sich hier das Bällchen innen drin dreht, um das Leckerli rausfallen zu lassen. Der hat zwei Töne. Ich nutze einen Ton für die Joy und einen Ton für die Liv. Und diese drei Sachen kann man nehmen, um diesen Button anderweitig zu befestigen. Das ist so ein Gummi-Ding als Anti-Rutsch-Vorrichtung. Da steckt man den so rein. Das nutze ich auch tatsächlich gerne. Tatsächlich rutscht es aber auf dem Laminat trotzdem. Das ist das einzige Manko, was ich bis jetzt festgestellt habe, was mir nicht gefällt. Und die Joy ist auch manchmal recht rabiat und drückt dann da rein und dann haben wir es schon gehabt, dass es dann am Ende sich so verdreht hat. Dann muss ich einfach etwas aufpassen, während wir damit üben und trainieren, dass wenn irgendwo was schief läuft, ich einfach eingreifen kann, der Hund trotzdem ans Ziel kommt und den gewünschten Erfolg einfach hat. Joy, komm mal an die Seite. Warte mal noch einen Moment. So, dann gibt es hier noch einen Saugnapf. Den kann man hier hinten reinstecken. Und dann kann ich das Ganze auch irgendwo an der Tür oder so befestigen. Und es gibt noch einen kleinen, ja, wie so ein Nagel. Da kann ich es auch draufstecken. Und dann kann ich es zum Beispiel im Gras befestigen. So, die brauchen wir heute nicht. Ich möchte euch ja zeigen, wie ihr anfangen könnt. Also, ich stelle das jetzt mal ein. So, ist an. Und mein Hund, wenn er das noch nicht kennt, dann kann ich auch nicht erwarten, dass der da sofort drauf drückt, der Ton kommt und es rausfällt. Aber ich möchte natürlich auch nicht, dass mein Hund ewig lange probiert und nicht zum Erfolg kommt und irgendwann sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, weil das bringt mir alles nichts, das macht keinen Spaß, will ich nicht. Deswegen, das lege ich übrigens am Anfang auch an die Seite und nehme wirklich nur den reinen Button, weil dann die Trefferquote einfach am größten ist, weil ich nicht noch eine unnötig vergrößerte Fläche habe, die der Hund treffen kann, ohne den Ton auszulösen. So. Dann mache ich das am Anfang tatsächlich so, ich lasse das hier aus und belohne separat. Ich fange so an, dass ich das Tab dem Hund hinhalte, jetzt habe ich das falsche Markerwort benutzt, und alles, was der Hund damit macht, belohne. Boah, Spitze! Super!
gehe ich relativ schnell dazu über. Hey, super. Gut, so. Jetzt hat mein Hund das relativ schnell gemacht. Wenn eure Hunde das nicht so schnell machen, Joy, komm mal hier. Joy. Joy. Ja, ja, Platz. Platz. Dann bestätigt ihr einfach noch kleinere Schritte. Also ein Hund, der das noch gar nicht kennt, der wird vielleicht erstmal sich den Button angucken. Dann wird er vielleicht mal an den Button schnüffeln oder sich erstmal überhaupt nur nähern. Und alles, was der Hund mit diesem Button im Anfang macht, das belohnt ihr. Ihr könnt euch die Bewegung von eurem Hund vorstellen. Also er nähert sich dem Button und drückt drauf und geht wieder zurück. Wenn ihr euch diese Bewegung vorstellt und in ein Daumenkino umwandelt, dann hättet ihr alle einzelnen Schritte, die ihr belohnen könnt, bis der Hund hier angekommen ist und quasi das Endziel erreicht hat, also das Drücken des Buttons. Durch dieses Daumenkino, durch die einzelnen Seiten in diesem Daumenkino, hättet ihr alle kleinen Teilschritte, die ihr belohnen könnt. Das so als kleine Denkhilfe, einfach für einen selber. Und wenn der Hund es dreimal toll gemacht hat und beim vierten Mal klappt wieder gar nichts, dann erwartet auch nicht ganz so viel am Anfang, sondern belohnt dann ruhig lieber wieder einen einfacheren Schritt. Vielleicht nur das Angucken oder so ein bisschen anstupsen. Und erwartet einfach nicht zu viel, weil das Wichtige dabei ist, dass es Spaß macht. Und das soll es euch beiden. Und wenn der Hund ganz, ganz viel versucht und vielleicht nur den Ton nicht auslöst, dann hat er ja ganz viel richtig gemacht, nur vielleicht einfach noch nicht richtig getroffen. Und natürlich soll er dann auch belohnt werden, weil er ist ja total auf dem richtigen Weg. So, dann machen wir das Ganze jetzt mal wieder an. So, das heißt für mich, wenn hier der Ton erklingt, dann lasse ich den Hund sich dort selber die Belohnung holen. Wenn er was Gutes macht, helfe ich ihm aber trotzdem dadurch, dass ich ihn verbal lobe, dass ich, wenn er sehr gut macht, aber der Ton noch nicht erklingt, auch mit einem Leckerli belohne. Aber versuche schon sehr zielgerichtet alles nur noch zu belohnen, was Richtung des Button geht und nicht hier irgendwo drumherum oder daneben ist. So, Joy. Am Anfang stelle ich das auch alles sehr dicht zusammen. Ne? Das heißt für mich, der Automat steht hier und der Button direkt daneben. So, jetzt, doch ist doch was rausgefallen. Wenn jetzt nichts gefallen wäre, hätte ich den Hund belohnt. Man sieht jetzt schon bei Joy, Joy Platz, Joy, jawohl. Bei Joy sieht man jetzt schon, die ist sehr rabiat und kratzt und pufft da mit ihren Pfoten ganz ordentlich drauf. Deswegen nehme ich da die Rutschhilfe und mache ein ganz kleines bisschen mehr Abstand. Wenn das jetzt schon ein paar Mal gut geklappt hat und der Hund es ausgelöst hat und zum Automaten läuft und auslöst und zum Automaten läuft, und dann kommt vielleicht der Moment, Platz, Platz, super, und dann kommt vielleicht der Moment, dass der Hund aber dann doch vor dem Automaten steht und auf den Leckerli wartet und nicht auf den Button drückt. Dann kann ich ihm im Zweifel einmal helfen, dass er wieder sich daran erinnert, dass er erst zum Button muss. Da kann ich ihn einmal hiervon weglocken oder das lege ich einfach vielleicht dann doch nochmal näher wieder ran. Manchmal hilft es aber auch tatsächlich, wenn man mal einen kleinen Moment abwartet und den Hund nachdenken lässt. Häufig kommen die dann irgendwann doch dahinter. Nur diese Zeit des Nachdenkens darf natürlich nicht so lang sein, dass der Hund wieder in Frust gerät. Da muss man einfach versuchen, gut hinzugucken, dass der Hund das einfach schon einmal dass man ihn schon einfach einmal nachdenken lässt, aber eben nicht so lange völlig gefrustet hier irgendwie kratzen lässt oder was und der da nicht rankommt. Dann würde ich schon helfen. So, Joy, warte. Und Action. So, als nächsten Schritt würde ich dann anfangen, dass ich mich etwas mehr entferne von dem Ganzen. Dass der Hund lernt, das auch unabhängig von meinem Beisein zu machen, sodass ich einfach mehr Distanz auch aufbauen kann. So, dann kann ich wieder anfangen, mehr Abstand einzubauen. Das Schöne ist, dass das Gerät auch eine ganz tolle Reichweite hat. Also ich könnte das auch
im Nebenraum aufstellen. So, jetzt haben wir den Moment, Joy hat den Button nicht richtig gedrückt und nochmal nicht richtig gedrückt. Aber ich lasse sie jetzt einmal nachdenken und sie hat sich jetzt einmal erinnert und ist nochmal hin und hat es ein bisschen korrekter ausgeführt. So, jetzt ist nichts rausgefallen. Jetzt übernehme ich die Belohnung, damit der Hund schon für das richtige Ausführen auch belohnt wird. Prima. Prima, prima. Warte, Joy. Warte, warte, Joy. Sitz. So, ich will jetzt mal probieren, ob sie das auch schon macht. Und jetzt habe ich den Button einmal auf den Flur gelegt. Und schaue einfach, das haben wir noch nie gemacht, ob die Joy das versteht. So, sie ist jetzt hingelaufen, hat den Button aber noch nicht richtig gedrückt. Und hat ihn nochmal nicht richtig gedrückt. Aber jetzt. Super. Nochmal, Joy. Nochmal. Sie steht jetzt gerade auf dem Flur oder stand jetzt im Moment und hat ein paar Mal überlegt und hat es aber tatsächlich sehr unsauber ausgeführt. Und jetzt hat sie nochmal nachgedacht und hat es doch nochmal ganz sauber aufgebaut. Und ihr seht, das funktioniert auch, wenn der Hund sich außer Sicht von diesem Automaten befindet. Sie hat jetzt den Button tatsächlich, weil er ja auf dem Laminat leider nicht ganz rutschfest ist, um die Ecke weggeschoben. Und es funktioniert trotzdem. Und sie geht trotzdem hin und versteht auch, wenn das Geräusch ertönt, dass sie eine Belohnung bekommt. Es ist jetzt wieder nichts rausgefallen, deswegen habe ich einmal belohnt. Prima. So, jetzt hole ich den schnell wieder. Man sieht sehr schön, wie sie auch wirklich überlegt. Jetzt ist nichts rausgefallen, jetzt belohne ich sie. Jetzt hat sie noch ein zweites Mal gedrückt. Prima. So, jetzt ist der kleine Ball da drin leer. Deswegen nehme ich es jetzt hoch. Ich denke, zum Verständnis sollte das ausreichen. Jetzt mach mal Platz. Dass man einfach weiß, wie man den Hund daran führen kann. Wichtig ist am Anfang, bestätigt wirklich alles, was der Hund macht, was mit dem Button zu tun hat. Was man auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel dann schon selber das Futter in die kleine Schale beim Automaten legt. Dass der Hund dann schon lernt, Button drücken, wenn das Geräusch ertönt, kann ich die Belohnung an Futterautomaten abholen und wenn er das ein paar Mal richtig schön gemacht hat, dass ihr dann eure Hilfe wegnehmt und ihn wirklich einen Moment mal denken und probieren lasst und dann aber auch einschreitet, falls er es nicht hinbekommt und in Frust gerät. Wichtig ist auch am Anfang den Automaten und den Button nicht zu weit auseinander und dann langsam Abstand aufbauen und ihr könnt auch erstmal dabei bleiben, weil es doch manchmal den Hunden einfach hilft, weil sie sich schon viel an dem Halter orientieren. Und auch da könnt ihr dann anfangen, dass ihr euch wegbewegt, dass der Hund das Ganze hier vorne ohne euch arbeitet und ihr euch irgendwo in eine Richtung wegbewegt, sodass da auch die Distanz aufkommt. Und dann kann man natürlich anfangen, den Button oder eben den Futterautomaten zu variieren, woanders hinzustellen. Das eine in dem einen Raum, das andere in dem anderen Raum. Dass der Hund vielleicht auch anfangen muss, aktiv den Button zu suchen. Man kann zum Beispiel auch aufbauen, das möchte ich jetzt noch weiter so machen, dass ich wie jetzt eben den Futterautomaten hier stehen lasse und den Button irgendwo in der Wohnung hinstelle oder hinlege, dass der Hund dann lernen muss, aktiv den Button zu suchen. Das finde ich auch eine ganz tolle Beschäftigung. Das ist noch ein bisschen interessanter, als dass man den Hund nur stumpf hin und her laufen lässt. Weil wenn der Hund es einmal verstanden hat, ist es tatsächlich ja wirklich nur stumpf hin und her laufen, weil das Prinzip ist durchblickt. Dann ist es aber schön, wenn man das wirklich variabel gestaltet und den Button auf verschiedenen Ebenen positioniert. Man kann ihn ja mit dem Saugnapf auch auf verschiedenen Höhen befestigen. Man kann ihn mal um die Ecke legen, in einen anderen Raum legen.
Da kann man da völlig kreativ sein. Und das finde ich ganz, ganz schön, dass der Hund dann einfach auch da nochmal sein kleines Gehirnchen anstrengen muss und den Button suchen muss, damit er an die Belohnung kommt. Was ich persönlich machen würde, wenn ich den Abstand so vergrößere, dass der Hund aktiv suchen geht und den Button findet und drückt, dann würde ich das Loch größer lassen, dass dann auch mehr Leckerlis auf einmal rausfallen. Weil ich finde schon, wenn der Hund losgeht und suchen geht und den Button findet und drückt, dann ist das ja schon echt cool. Und dann hat er schon mehr verdient als nur ein einziges Leckerli, was da rausfällt. Aber das Schöne ist ja, man kann es wirklich ganz variabel gestalten. Für den Anfang kleine Distanz, einfache Sachen, erstmal selber nah bei bleiben und im Zweifel selbst belohnen, wenn der Hund am Button was macht, aber ihn noch nicht richtig drückt, dass er zumindest von euch die Rückmeldung bekommt, dass er auf dem richtigen Wege ist. Ja, und ansonsten Leckerlis nehme ich jetzt das normale Hundefutter. So können die sich zum Beispiel mal einen Abend ihr Abendessen durch den Futterautomaten selbst erarbeiten. Man kann natürlich auch Leckerlis nehmen. Ich würde da jetzt allerdings keine Sachen reinmachen, die irgendwie schmieren, wie Wurst oder Käse oder so, weil ich keine Lust hätte, diesen Ball von ihnen so sauber zu machen, weil da kommt man dann schon schlecht rein. Ansonsten kann man alles schon recht gut reinigen. Das ist super. Ja. Das war es eigentlich dazu. Also mir gefällt er wirklich gut. Ich habe da jetzt Spaß dran gehabt schon. Die Hunde haben Spaß dran. Und man sieht ja auch, wie schnell das geht. Und ich glaube, Joy hat mir auch wirklich gesehen, dass sie selber Spaß dran hat. Und ja, obwohl sie auch so robust damit umgeht, ein bisschen trampelig, sage ich immer, hat der überhaupt noch gar keine Schäden davon getragen. Also Daumen hoch von uns. Und wir werden das sicherlich weiter trainieren und damit weiterarbeiten und hoffen, dass ihr das, wenn ihr das habt und das ausprobiert, dass ihr auch genauso einen Spaß daran habt. Und ja, freuen uns gerne auch immer über Rückmeldungen. Wir freuen uns auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Auf unserer Facebook-Seite dürft ihr natürlich auch immer gerne vorbeigucken. Da haben wir auch immer mal wieder Beiträge zu bestimmten Themen, die vielleicht interessant für euch sind oder Auszüge aus unserem Training. Ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag noch. Tschüss!